Selten alleine im Stocksport. Siegfried Stranig haben wir auch hier. Grüße. Einer hat heute abgesagt aus der Familie Stranig, aber es ist trotzdem noch ein dritter da, nämlich Horst Stranig. Markus Wallner, ebenfalls EV Rottendorf-Seiwald, Nummer 4. Andreas Spendier haben wir auch noch. Andreas Spendier, jetzt sind Sie 40. Ja, eine Mannschaft, die sich im Prinzip europaweit unglaublich oft schon auf das Podium. Also, Mannschaft des Jahres 2005 waren Sie schon. Stolzer Präsident, Herbert Brucker ist da mit dabei und der Günther, der Gogo. Den müssen wir eigentlich an dieser Stelle noch fragen, was wirklich das Geheimnis ist, weil es ja der Landessportdirektor schon angesprochen hat und der Landeshauptmann, wie cool ist, wie clever ist, da ist ja so viel Taktik dahinter. Gibt es da wirklich Kniffe bei euch, wo man sich vielleicht Zeichen gibt in einem Bewerbungskonzert? Was gibt es da bei euch als Geheimnis und als Erfolgsgeheimnis? Naja, bei uns ist natürlich jetzt ein Traum in Erfüllung gegangen, dass wir auch nach 12 Jahren den Europacup wieder in Wien erkennen. Die Routine spricht natürlich für uns. Ob man es glaubt oder nicht, wir sind die meisten, bis auf unseren Junior, den Markus, 45 Jahre schon im Sport tätig. Und natürlich wird jetzt zwar immer zahlen, es sind ja schwierige Meisterschaften und die Routine hat uns natürlich dann wieder voll ins Heft geschickt. Gibt es ein paar so Kniffe bei euch wirklich, wo man sagt, mit irgendeinem Zeichen, gut oder her, was der Gegner vielleicht gar nicht mitkriegt? Nein, ich sage so, die Taktik. Nein, aber schon, die Taktik wird ihnen meistens vorgegeben und wir versuchen ja diese Taktik bis zum Schluss durchzuziehen. Oft einmal geht es nicht, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass wir im Finale knapp gescheitert sind, aber diesmal ist der Fisch geputzt gewesen. Alles klar. Und
und seinen Mannen. Gratulation und schön, dass ihr da wart. Dankeschön. Danke. Danke. Thank you.